Wir freuen uns, dass er wieder mit dabei ist, Sven Heidfeld. Bei mir ist mittlerweile unser Formel-Experte Sven Heidfeld. Sven Heidfeld wieder bei uns im Studio, Rennfahrer und Formel-1-Insider. Ich habe keinen Fehler gesehen auf der Runde. Ich habe mit Nick zwar noch nicht gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass er ein bisschen schwerer ist und dass er dann im Rennen auf jeden Fall vor seinem Teamkollegen ist. Erstmal ist ein sehr beliebter Kurs bei allen Fahrern. Für die Teams, die müssen dafür sorgen, dass die Bremsen gut funktionieren. Macht riesig Spaß, ist sehr leicht, das besondere 469 Kilogramm bei 245 PS unter 3 Sekunden auf 100. Also das sind ja alles schon Werte, die mit dem Rennwagen vergleichbar sind. Wir wollen mit Ihnen diskutieren, wir wollen Ihre Meinung hören, wir wollen mit Ihnen reden. Ich denke oder ich hoffe auch, dass er den Schwung jetzt beim deutschen Heimrennen mitnehmen kann und wieder mit tollen Leistungen überzeugen kann. Ja, es wird ganz wichtig sein, dass Timo zumindest vorne unter den ersten drei bleibt, aber dieses Losfahren mit den GP2-Autos ist ja nicht ganz einfach. Und da haben es unsere Eltern ganz gerne gesehen, wenn wir nur im Regen gefahren sind, wenn es wirklich richtig stark geregnet hat, wenn die anderen zugeschaut haben. Ja, ich fahre den Veritas jetzt erst zum zweiten Mal. Beim ersten Mal haben wir schon so einige Abstimmungen gemacht. Jetzt gehen wir mehr ins Detail und ich freue mich, den Wagen zu fahren. Auto leicht nervös auf der Hinterachse, aber gut zu kontrollieren.